haben das gerne geschaffen, ein Ziel von uns gesehen. Wir wollten sehr berühmt werden und in der Zeitung stehen. Egal ob als Verbrecher oder Bundeskanzler gar, so wählten wir den Mittelweg und wurden Fußballstar. Und jetzt schätzt die ganze Fußballjugend den Opitz und den Zwierschinat, das bin ich und dieser da, als Vorbild sportlicher Tugend. Von Hütteldorf und Floridsdorf bis nach Amerika. Zwei Haxen und ein Laberl, eine Dress und einen Kopf, den braucht man nämlich ab und zu zum Köpfen. Dann braucht man einen Schmäh, um den Herrn vom ÖFB Diäten und Moneten abzuknöpfeln. Weil der Opitz und der Zwierschinat sind nicht zum Vergnügen da. Und gratis tut das Fußballspielen weh. Und lad uns ein Verein zu einem scharfen Training ein. Da müssen wir energisch protestieren. Ja, wir wollen unsere Ruhe, besonders in der Früh, weil wir dann noch den Wein von gestern spüren. Und der Opitz und der Zwierschinat sind nicht zum Trainieren da, weil da schaut aus dem Trainer keiner zu. Und beim Trainieren, da kommst du ins Schwitzen und strapazierst den internationalen Fuß. Da tun wir lieber im Clubhaus sitzen und sagen dem Nachwuchs, wie man Fußball spielen muss. Und wenn man mal ein Match verliert, was hier und da passiert, weil schwache Stunden haben wir schließlich alle, dann sagen wir sofort, darüber reden wir doch kein Wort, weil gewinnen spielt bei Fußball keine Rolle. Zum Gewinnen sind die anderen da, der Opitz und der Zwierschinat. Die reden, wenn sie reden, nur vom Sport. Den Fußball unterstützen ist die erste Bürgerspflicht. So hieß es kürzlich erst auf einer Tagung. So denkt auch nebenbei eine große Brauerei und zahlt die ganze Fußballübertragung. Aber der Opitz und der Zwierschinat haben ja nichts von denen da. Drum ist das eine Batzenschweinerei. Doch leider sind in letzter Zeit Verräter unter uns. Die zersetzen unseren Sportlergeist von innen. Die haben eine Ambition, die Folgen merkt man schon, wenn sie hier und da ein Ländermatch gewinnen. Und der Opitz und der Zwirschener stehen dadurch als Sandler da. Ja, und dann ist und bleibt der Welt ein Lohn. Jedoch die Presse ist niemals böse, auch wenn wir noch so sehr bedient sind auf die Schlecht. Was wir auch treiben, die werden schreiben, ein Unentschieden ist ein Sieg für Österreich. Doch der Opitz und der Zwischener, das bin ich und dieser da. Die denken, wenn sie denken, die reden, wenn sie reden. Wir haben nur ein Ideal, den Sport.